Hallo Leute, mein Name ist Martin Guerrero, herzlich willkommen zu meinem heutigen Video. Heute reden wir über Kyle O'Reilly. Das Ganze natürlich auch wieder Teil meiner Undisputed Era Serie und heute geht es um Kyle O'Reilly, der ja in den letzten Wochen nochmal ordentlich Aufmerksamkeit dazu bekommen hat, aufgrund seines Titelruns gegen Finn Balor. Mit diesem unglaublich guten Match haben wir auf jeden Fall auch im WWE bzw. NXT Produkt gesehen, wie gut dieser Typ ist. Schon allein, wenn ich mir die ersten Minuten des Männer Wargames Match aus diesem Jahr angucke, gegen Pete Dunne. Das ist einfach mal technisch absolut großartig. Kyle O'Reilly ist nicht nur ein absolut großartiger Techniker, sondern der macht so viele Kleinigkeiten, die super genial sind, teilweise super lustig auch. Es gibt YouTube-Compilations von der Genialität von Kyle O'Reilly, wie witzig der manchmal ist, wie er manchmal irgendwelche Sachen zählt, die komplett dumm aussehen, wo er sich wirklich ein bisschen lustig macht über sich selbst. Aber es einfach super unterhaltsam ist. Natürlich müssen wir auch ansprechen, dieses Gitarren-Solo mit dem NXT Tag Team Titel, jedes Mal als der Undisputed Era Champions war, einfach das geht auch in die Geschichte ein, dass Kyle O'Reillys Gitarrenspiel mit dem Titel einfach super lustig. Und auch hier muss ich wieder sagen, guckt euch bitte auch mal ältere Matches an, denn zum Beispiel war er ja auch Teil vom Pro Wrestling Guerrilla. Und nicht nur, dass da die Matches einfach komplett krank und überzogen sind, war es hier so, dass Kyle O'Reilly den PWGP-Titel von Adam Cole gewonnen hat. Also wer das mal sehen möchte. Und verloren hat er ihn an Roderick Strong. Also wirklich, diese ganzen Undisputed-Era-Leute hatten einfach vorher schon Fäden mit supergeilen Matches gegeneinander. Obwohl Kyle O'Reilly einfach auch von der Statur her jemand ist, den Vince niemals einen Haupttitel geben würde, denke ich mal schon, dass er Potenzial hätte, auch noch weiter bei NXT aufgebaut zu werden. Natürlich muss man dann erst noch weitere Matches von ihm sehen und auch noch mehr von der Genialität verstehen, die dahinter steht. Aber Kyle O'Reilly finde ich einer der Top-Leute, die wir bei NXT haben, auch wenn er quasi nur Teil der Undisputed-Ära ist und so ein bisschen in NXT-Sicht hinter Adam Cole steht, aber sich ja jetzt langsam nach vorne arbeitet. Das ist schon ziemlich nice. Natürlich ist ja auch er mit Bobby Fish schon seit Jahren im Tag-Team durch Red Dragon, das alte Tag-Team. Was sie hatten, ist es halt auch so, dass sie das quasi mit in die WWE geholt haben, wenn auch nicht unter diesem Namen. Aber auch hier, Kyle O'Reilly durfte auch seinen Namen aus den Indies behalten, was halt auch ziemlich nice ist. Also da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt, wie es da mit ihm weitergeht. Ich glaube, der hat von den Undisputed-Era-Leuten nochmal sehr viel Potenzial, wenn es in diese technische Richtung geht. Eigentlich müsste man ihn auch zum NXT UK-Brand schicken, weil der da eigentlich recht geil reinpassen würde. Aber das denke ich nicht, dass das gemacht wird. Trotzdem, soweit ein cooler Typ. Ich mag Kyle O'Reilly und schreibt mir auch gerne mal eure Meinung zu ihm in die Kommentare. So, und hier haben wir auch die Kyle O'Reilly-Figur. Natürlich auch wieder hier einen schönen Headscan. Guckt ziemlich bescheuert. Aber ja, der Hübscheste ist es nun mal nicht. Aber trotzdem muss man nicht immer der Hübscheste sein. Wenn man einfach was kann, dann geht das natürlich auch. Kyle O'Reilly auf jeden Fall sehr cool getroffen hier. Sehr gut getroffen. Und auch ja, im Mund noch so ein Mundschutz hier mit drin. Nicht so ein Mundschutz, wie wir den aktuell tragen müssen. Sondern so, ja, so ein Beißding, was man halt eigentlich bei vielen Kampfsportarten mit dazu hat. Dann haben wir auch hier wieder dieses exklusive Undisputed Era T-Shirt mit dran. Und auch das strippe ich jetzt mal hier weg. So, und da sehen wir nämlich auch schon den ganzen Rest. Wir haben hier natürlich das Armband von der Undisputed Era mit am Start. Wir haben hier auch sein Tattoo mit drauf. Auch das ist alles sehr, sehr gut gemacht. Sehr detailliert, sehr scharf auf jeden Fall auch auf diese Figur hier drauf gedruckt. Bei der Hose haben wir denn hier das Undisputed Era Logo und ansonsten gibt es hier nicht viel Designs, nur mal so einen kleinen roten Strich hier auf einem silbernen, breiteren Strich. Also so viel ist jetzt hier nicht mit am Start, aber auch das bisschen Design zieht sich noch auf dem Rest hier mit lang, denn wir haben natürlich auch nochmal sehr schöne Kickpads am Start. Auch hier hinten wurde das Ganze nochmal ein bisschen dran gezeichnet, als würde es hier nochmal so eine Naht geben oder noch so ein paar Bänder, um das halt zu schnüren. Das ist schon sehr, sehr nice gemacht. Dann haben wir natürlich hier auch wieder zwei bewegliche Kickpads. Auf dem einen steht KO drauf, nicht für Kevin Owens, sondern für Cassius Ohno auch nicht, sondern für Kyle O'Reilly natürlich. Und das Undisputed Era Logo auf der anderen Seite, also auch hier wieder sehr schön gemacht. Hier ist halt nicht viel dran bei dem Typen, weil es ist halt nicht so kompliziert,
aber trotzdem sehr gut, auch mit dem Bart und so weiter. Hier sind noch so kleine Einschnitte, wo der Bart quasi nicht ganz so perfekt wächst. Ich kenne das Problem, deswegen auch hier wurde das sehr gut gemacht. Gefällt mir. Und auch heute gibt es natürlich wieder was zu gewinnen im Adventskalender mit dem WWE-Shop und mir in Kooperation. Und heute gibt es ein erneutes Snapback und zwar von Braun Strowman. Das Ganze ist sogar hier schön im Armee-Look gestaltet, also sehr, sehr nice und passend zum aktuellen Gimmick. Und hier drauf steht natürlich Get These Hands. Und hier ist auch so ein bisschen das Braun Strowman-Gesicht noch so eingearbeitet. Sehr, sehr cool, schön draufgestickt, kann man nicht meckern. Und natürlich sieht es bei mir wieder super dämlich aus. Aber da ihr ein Mützengesicht habt und einfach wunderschöne Menschen seid, sollte das für euch kein Problem sein, um das Ding zu gewinnen. Schreibt mir einfach in die Kommentare, gegen wen Braun Strowman dieses Jahr bei WrestleMania ein Match hatte. Und das Ganze natürlich gepaart mit eurem Instagram-Namen. Einfach unten in die Kommis rein und dann sehen wir uns im nächsten Video. Gerne Daumen nach oben, Abo da lassen, Glocke aktivieren und einen wunderschönen Tag haben. Macht nicht mehr so dolle, haut rein und ciao.